Selbstverständlich. Gerade hier ist der Chirurg gefordert. Wir können bei Metastasen viel erreichen. Metastasen in der Leber lassen sich heute sehr gut operieren. Die Ergebnisse nach Metastasenchirurgie in der Leber sind sehr gut. Wir haben geringe Komplikationen und wir haben auch ein gutes Langzeitergebnis bei chirurgischen Eingriffen, bei Metastasierung. Das ist ein Wechsel zu den Jahren zuvor, in denen man gesagt hat, dass eben eine Metastasierung in die Leber eigentlich bedeutet, dass man überhaupt nichts mehr machen kann. Das hat sich komplett geändert. Die Therapiestrategie bei einzelnen Metastasen besteht darin, dass wir den Tumor lokal entfernen. Das ist bei Einzelmetastasen eigentlich in der Regel kein Problem. Aber häufig sind mehrere Metastasen in der Leber vorhanden. Die können auch teilweise links, rechts in beiden Leberlappen vorhanden sein, sodass wir in diesen komplexen Fällen auch etwas komplizierter arbeiten müssen. Das heißt, dass wir teilweise zweizeitig arbeiten, dass wir eine Hälfte der Leber erst sanieren und dann in einer zweiten Operation die zweite Hälfte sanieren. Aber auch das ist möglich und ermöglicht dann auch am Ende ein gutes Langzeitergebnis. Es gibt eigentlich zwei große Aufgaben der Leberchirurgie. Zum einen müssen alle Metastasen sicher entfernt werden aus der Leber und auf der anderen Seite müssen wir bei dem Eingriff aber genug Lebervolumen für den Patienten zurücklassen, damit er anschließend nicht in ein Leberversagen fällt. Die Leber besteht aus zwei Lappen und die Herausforderung besteht darin, wenn in beiden Lappen Lebermetastasen vorhanden sind. Das heißt, wir müssen in beiden Lappen entsprechend Leberresektionen durchführen und es ist dann schwierig, genug Lebervolumen zurückzulassen. Hier gibt es aber neue Verfahren, die in der Lage sind, die Restleber zum Wachsen zu bringen. Eine Möglichkeit besteht, dass wir vor der Operation ein Gefäß einfach zumachen, dann wächst die andere Seite. Oder gerade in der Situation, wenn in beiden Leberlappen Metastasen sind, können wir in der ersten Operation den Zukunftslappen tumorfrei machen, der anschließend dann gering ist, vom Volumen nicht ausreicht. Wir aber in der gleichen Operation die Fortader, also ein Gefäß, was den anderen Lappen versorgt, zumachen. Durch diese Maßnahme wächst der Zukunftslappen so groß, dass wir in einer zweiten Operation dann den richtig tumorbefallenen Lappen entfernen können. So, mit der Aufteilung einer Operation in zwei Teilschritten, sind wir in der Lage, auch diese Metastasen sicher aus einer Leber zu entfernen.